Die North American International Auto Show, kurz NIAS genannt, ist zu Beginn des Jahres der Treffpunkt der Automobilwelt. Alle namhaften Fahrzeughersteller sind in Detroit zugegen. Showtime in Motown. Detroit ist wieder voll auf Walk. Für uns besonders wichtig, weil wir in Amerika sehr erfolgreich sind. Es ist immer so das Kickoff für die Automobilindustrie. Die hat einen sehr hohen Stellenwert, weil man natürlich an der ersten Messe sieht, was macht der Wettbewerb. Ganz groß der Aufschlag von Mercedes im Vorfeld der Messe. Der neue CLA wird zum ersten Mal einem ausgewählten Fachpublikum aus aller Welt gezeigt. Der CLA kommt auf Basis der neuen A-Klasse daher. So ist zum Beispiel der Radstand identisch. Aber dieses viertürige Coupé begründet ein neues Segment. Sportlichkeit und dynamisches Auftreten findet man überall. Auf der Messe selbst präsentiert Mercedes-Benz die überarbeitete E-Klasse in vier Karosserievarianten. Coupé, Cabriolet, Limousine und Kombi. Besonders sportlich der E63 AMG. Die neue E-Klasse wird mit diesen heute hier vorgestellten fünf Fahrzeugen den erfolgreichen Weg von Mercedes auf dem Weg in Richtung Mercedes 2020 unterstützen. VW zeigt ebenfalls Größe und präsentiert als Weltpremiere die Studie einer neuen SUV-Generation, den Cross Blue. Speziell für den nordamerikanischen Markt ist dieses Fahrzeug konzipiert. Eine dritte Sitzreihe sorgt für mehr Platz. Bis zu 7 Personen können in dem 5 Meter langen Cross Blue mitfahren. Amerika braucht individuelle Mobilität und deswegen sind wir hier. Wir wollen den amerikanischen Kunden individuelle Mobilität bei Volkswagen anbieten. Auch Lexus, einer der führenden Premium-Hersteller in den USA, zeigt Flagge. Die Japaner feiern hier die Weltpremiere des neuen IS. Mit ihm möchte man wichtige Marktanteile gewinnen. Der markante Kühlergrill ist das neue Erkennungszeichen aller Lexus-Modelle. Es schafft eine unverwechselbare Markenidentität. Von der Seite betrachtet fällt die zum Heck hin orientierte Fahrgastzelle ins Auge. Das kurze Heck wird von breiten Rückleuchten dominiert. Die Rolle des IS ist, junge Käufer anzulocken, weil die Stammkunden von Lexus jedes Jahr älter werden. Wir verjüngen zurzeit das Image der gesamten Marke Lexus, damit uns junge Menschen attraktiver finden. BMW zeigt in Detroit nicht nur den Z4, die M-Version des 6er Grand Coupé und die neuen E-Modelle. Sondern auch eine Konzeptstudie zum 4er Coupé, das 3er Coupé ablösen soll. Ein sehr sportliches Fahrzeug mit einer ausgesprochenen Präsenz, deutlicher differenziert als der Vorgänger. Das wird sicherlich einer der Höhepunkte werden im Jahr 2013. Das 4er Coupé, das auf der 3er Limousine basiert, ist eine eigenständige Konzeption. Im Vergleich zur Limousine ist es fast 7 cm flacher, außerdem länger und breiter. Ein Spektakel aus Tanz und Zauberei bildet auf der NIAS den entsprechenden Rahmen für die Weltpremiere des neuen Audi RS7. Dieses Fahrzeug soll vor allem die an leistungsstarken Motoren interessierten Amerikaner begeistern. Stolze 412 Kilowatt unter der Haube sorgen für den notwendigen Vortrieb, auch wenn der in den USA schließlich durch Geschwindigkeitslimits stark eingeschränkt wird. Der amerikanische Markt ist für Audi natürlich einer der Strategiemärkte. Wir sind Premium-Marke Nummer 1 in China, wir sind Premium-Marke Nummer 1 in Europa und wir haben noch Riesenchancen hier in den USA, wenn wir uns mal mit den Wettbewerbern vergleichen. Auf dem amerikanischen Markt seit Jahren erfolgreich, das ist Deutschlands Sportwagenschmiede Nummer 1, Porsche. Der Cayenne Turbo S wird hier zum ersten Mal präsentiert, ein Kraftpaket pur. Mit 405 Kilowatt präsentiert Porsche den stärksten Serien-SUV der Welt. Wir haben gegenüber dem Vorgänger das Gewicht um 140 Kilo reduzieren können und damit
entsprechend auch den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emission um etwa 25%. Also ich denke, das ist eine schöne Abrundung der Cayenne-Produktpalette nach oben. Auch bei Chevrolet geizt man nicht mit Motorkraft. Die 7. Auflage der US-Sportwagen-Ikone Corvette hat 335 kW unter der Haube und trägt den legendären Namenszusatz Stingray. Zwei Fahrer, zwei Autos, eine Aufgabe. Auf Deutschlands längster Autobahn, die Dänemark und Österreich verbindet, einmal längst durch Deutschland. Dirk Leutz, der Fahrlehrer, hat einen 367 kW Fahrschul-Mercedes und will ordentlich Gas geben. Ralf Müller, Fahrlehrer und Spritspartrainer. Er fährt Tempo 130 km/h und will damit fast genauso schnell sein. Auf der über 1000 Kilometer langen Strecke kann Dirk mit dem 210 km/h schnellen Testwagen theoretisch mehr als 3 Stunden Vorsprung herausfahren. Zu Beginn an der dänischen Grenze liegen beide gleich auf, denn wie fast überall auf der Welt gilt dort ein Tempolimit. Erst bei der Einfahrt nach Deutschland darf Dirk auf freien Strecken richtig Gas geben. Die paar Kilometer, die wir wirklich nur schnell fahren können, bin ich der Meinung, sollten wir auch schnell fahren dürfen. Mehr als 90% der Straßen sind geschwindigkeitsbeschränkt, beklagt die Autolobby, rechnet aber alle Wohn- und Geschäftsstraßen mit. Schaut man nur auf Autobahnen, so kann man von Baustellen abgesehen auf der Hälfte aller Strecken sehr wohl Vollgas geben. Ralf fährt freiwillig 130 km/h. 130 ist nicht zu schnell, aber auf jeden Fall auch nicht zu langsam. Also für mich einfach eine Wohlfühlgeschwindigkeit. Zugleich ist es auch viel sicherer, meint Ralf. Dirk dagegen glaubt, die Sicherheit hängt vom Fahrer ab, nicht vom Tempo. 130 sei zum Einschlafen, bei 200 km/h sei er konzentrierter. Muss natürlich höllisch aufpassen, vorausschauen, fahren, weil jetzt natürlich alles ein bisschen sehr, sehr schnell geht. Ist Schnellfahren nun gefährlicher oder nicht? Die Autolobby meint nein und verweist auf die vielen Unfälle im Ausland trotz der dortigen Tempolimits. Wir wollen es genau wissen und machen einen ersten Stopp bei der Polizei Hildesheim. Nach 336 Kilometern hat Dirk dort 20 Minuten Vorsprung. Auf der Autobahn bei Hildesheim war früher Vollgasfahren erlaubt, jetzt aber gibt es ein Tempolimit. Ja, wir haben einen ziemlich langen, großen Bereich zweispurig mit permanenter Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 km/h. Ja, wir haben 3 Jahre vor dem Aufstellen der Geschwindigkeitsbegrenzung geschaut. Das war 2008 und 3 Jahre danach. Und wir haben festgestellt, dass sich die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle auf der Autobahn um 18% verringert haben. Ja, im Rahmen der Leichtverletzten haben wir sogar eine Reduzierung von über 50%. Klares Argument für das Tempolimit. Weiter geht es mit 120 km/h. Dirk Leutz wirkt unzufrieden. Ralf Müller sieht sich bestätigt und konzentriert sich aufs Spritsparen. 4-mal muss die Bremse, weil Fahrzeuge vor mir reingefahren sind. Aber sonst versuche ich eigentlich immer, den Abstand so groß wie möglich zu halten, dass ich so wenig wie möglich bremsen muss. Weil ich sage immer, wenn ich bremse, mache ich Energie kaputt. Und diese Energie muss ich vorher teuer erkaufen, indem ich Gas gebe. Auf Ralfs vorausfahrenden Kollegen wartet eine Zwangsbremsung. Achtung, Verkehrsstörung. Vor Frankfurt staut es sich. Auf der vereinbarten Route wäre der Vorsprung jetzt schnell weg. Lieber fährt Dirk 25 Kilometer Umweg, doch die schnelle Fahrt frisst Sprit. Sein Vorsprung durch die Tempofahrt schmilzt dahin. Die Kosten gehen in die Höhe. Damit die Strecke gleich bleibt, nimmt auch Ralf die 25 Kilometer Umweg in Kauf, obwohl der Stau sich schon auflöst. Ein klarer Nachteil für ihn. Dafür kann er seinen Kollegen sehen. Da steht er, genau, und tankt. Und wie viel schluckt so eine Tempofahrt und was heißt das für die Umwelt? Das wollen wir beim Umweltbundesamt in Langen erfahren. Zwischenbilanz nach 727 Kilometern. Dirk hat 30 Minuten Vorsprung. Hier messen die Forscher Schadstoffe in der Luft. Das Problem, bei hohen Geschwindigkeiten steigt die Belastung übermäßig an. Dann kann es schon passieren, dass man in Größenordnung von 50% mehr Verbrauch kommt. Das liegt einfach daran, dass dann der Strömungswiderstand bei den hohen Geschwindigkeiten massiv wirkt und dadurch der Kraftstoffverbrauch deutlich steigt. In unserem Vergleich wurden bei der schnelleren Fahrt rund 30% mehr Sprit verbraucht. Ich wollte halt einfach zügig vorankommen und klar, wenn man es jetzt auf die Gesamtstrecke sieht, ist es schon so, dass man sagen muss, viel rausgefahren haben wir nicht.
aber doch auch einiges. Aber natürlich mit erheblichen Mehrkosten. Genau. Mehr Unfälle und mehr Kosten. Dafür ist Dirk schneller unterwegs. Allerdings muss er zwischendurch immer wieder abbremsen. Das Verkehrsaufkommen ist schon richtig heftig und viele Baustellen wieder, sehr viele Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, dass wir so viel schneller da sind wie der Ralf. Machen Tempofahrten den Verkehr tatsächlich schneller und sorgt das Abbremsen von Tempo 200 für Staus? Das wollen wir an der Hochschule Neu-Ulm herausfinden. Nach 1009 Kilometern hängt Ralf 46 Minuten hinterher. An der Hochschule arbeitet einer der seltenen Spezialisten für Stauforschung. Seine persönliche Meinung zum Tempolimit ist klar. Ja, ich fahre selbst gerne schnell und tue das auch häufig. Aber was sagt die Wissenschaft dazu? Das funktioniert so, Sie sehen hier ungefähr, hier sehen Sie die Geschwindigkeit aufgetragen und hier die Anzahl der Autos, die fahren können. Dort sehen Sie bei etwa knapp 100 km/h ein Optimum. Da sind also die meisten Autos auf der Straße unterzubringen. Also noch weniger als Tempo 130 sozusagen? Das wäre noch weniger. Und es gibt einen weiteren Effekt. Wie sieht der aus? Ja, der weitere Effekt besteht darin, wenn sich die Geschwindigkeit ändert, vor Ihnen jemand bremst, bremsen Sie im Allgemeinen stärker als der Vorgänger, der nächste auch und so weiter. Und so entsteht ganz typischerweise ein Stau. Mehr Unfälle, mehr Verbrauch und mehr Staus durch hohes Tempo bleibt der eigene Zeitvorteil. Den will Dirk nochmal ausreizen. Ralf dagegen fährt weiter 130 km/h und will mit einer Tankfüllung durchkommen. Also Reichweite haben wir derweil 110 Kilometer laut Fahrzeug. Laut Navigationsgerät haben wir 111 Kilometer zu fahren. Wird jetzt eigentlich verdammt knapp. Klimaanlage aus, Tempo runter und Windschatten fahren. Jetzt rächen sich die 25 Kilometer Umweg bei Frankfurt, die Ralf seinem Kollegen nachfahren musste. Es wird eng. 10 Kilometer fahren wir jetzt mit Reichweite 0. Bei Tempo 90 geschieht das kleine Wunder. Ich liebe dich. Was ist passiert? Was ist passiert? Er gibt mir Reichweite 5 Kilometer. Du musst jetzt so energiesparend fahren, dass der Bordcomputer errechnet hat, dass ich nochmal 5 Kilometer Reichweite gekriegt habe. Danke, Herr. Danke. Dann das Ziel Füssen. 1150 Kilometer mit einer Tankfüllung. Mit Tank. Die Bilanz am Ende 64 Minuten Vorsprung für den schnellen Dirk. Sein Verbrauch dafür 110 statt 70 Liter Benzin. Macht umgerechnet 70 Euro Unterschied. Und damit lässt sich hier im Allgäu ein gemütlicher Urlaubstag verbringen. Mazda bringt mit dem neuen 6 das zweite Modell auf den Markt, das wie der CX-5 die aktuelle Designsprache Kodo Soul of Motion aufgreift. Kraftvolle Linien erzeugen je nach Lichteinfall unterschiedliche Farbeffekte. Ungewöhnlicherweise ist das Mazda 6 Kombi-Modell kürzer als die Limousine. Das liegt daran, dass der Kombi für Europa und die Limousine für den Weltmarkt bestimmt ist. Audi stellt seine neueste Entwicklung vor. Pilotiertes Fahren. Zwischen 0 und 60 km/h übernimmt das System die Kontrolle wie ein Autopilot im Flugzeug. Vor allem in Staus oder bei Stop-and-Go-Fahrten soll das System den Fahrer entlasten. Löst sich der Stau auf, ertönt ein Warnsignal, das den Fahrer darauf hinweist, das Steuer wieder selbst in die Hand zu nehmen. Mit einer Genehmigung zur Nutzung öffentlicher Straßen testet Audi das System momentan in Las Vegas. Um im hart umkämpften Kleinwagensegment konkurrenzfähig zu bleiben, hat Hyundai dem i20 ein Facelift verpasst. Die größten Veränderungen wurden an der Frontpartie vorgenommen. Hier befindet sich jetzt ein sechseckiger Kühlergrill als prägnantes Markensymbol. Neben der frischen Optik wurde dem i20 ein sparsamer Motor spendiert. Konzipiert wurde der neue Dieselmotor im Hyundai Entwicklungscenter in Rüsselsheim. Der kleine Dieselmotor hier im Hyundai i20, der hat nur 1,1 Liter Hubraum und nur 3
Zylinder. Downsizing nennt man das ja im Allgemeinen. Das verleiht dem Motor einen extrem kernigen Sound. Allerdings reicht, dankeschön. Allerdings erwartet man ein bisschen schnelleres Ansprechverhalten am Gas. Es dauert schon sehr lange, bis der Motor mal auf Touren kommt. Aber schickes, kleines, kompaktes Triebwerk. Ob die Ladekapazität des Hyundai wohl auch so kompakt ist? Der Kofferraum hier im i20 bietet 295 Liter Ladevolumen in der Normalkonfiguration. Wenn man die Sitze umklappt und bis unter das Dach lädt, dann kommt man immerhin auf 1060 Liter. Das ist für ein Auto dieser Größe schon ein ganz ordentlicher Wert. Nicht ganz so ordentlich ist die Verarbeitung hier in meinen Augen. Das könnte alles hier die Rückwand der Sitze und auch hier unten die Abdeckung vom Boden. Das könnte alles ein bisschen hochwertiger sein, aber es erfüllt seinen Zweck. So, schauen wir mal nach innen. Wir haben ein Lenkrad, wir haben Sitze vorne und hinten. Man sitzt auch ganz bequem. Das Lenkrad fühlt sich gut an. Das Armaturenbrett, ja, das ist eigentlich schade. Das sieht von weitem schön aus, aber wir haben hier irgendwie bei diesem Auto so komische Farbunterschiede da drauf. Das gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Hier ist der Schlüssel und wir haben Keyless Go sogar. Das heißt, ich muss nur den Startknopf drücken. Und dann fängt das kleine Motörchen an zu surren. Und wir können endlich mal schauen, wie das Auto denn fährt. In 15,7 Sekunden beschleunigt der i20 von 0 auf 100. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 158 km/h erreicht. Den Verbrauch gibt Hyundai mit 3,2 Litern Kraftstoff auf 100 Kilometern an. Der realistische Verbrauch bei normaler Fahrweise liegt jedoch eher bei 4,5 Litern. Verglichen mit der Konkurrenz immer noch ein akzeptables Ergebnis. Also es ist halt schon, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Motor braucht ziemlich lange, bis er mal in Stimmung kommt, wirklich agil zu werden. So ab 2.500-3.000 Umdrehungen ist das dann und dann ist es auch okay. Man kann natürlich von einem 55 Kilowatt Motor nicht allzu große Sprünge erwarten, aber für dieses kleine Auto reicht es eigentlich aus. Die Schaltung ist schön. Relativ kurze Schaltwege, präzise kann man die Gänge durchschalten. 6 Gänge haben wir hier in dem i20 1.1 CRDI. Die Lenkung, ja, die spricht gut an, ist aber nicht zu hart. Also die Lenkung ist schon so ausgelegt, dass man in der Stadt damit auch noch bequem einparken kann. Je nach Ausstattung bietet der Hyundai noch mehr. Erleichterung beim Einparken in der Stadt ist auch die optional erhältliche Rückfahrkamera, die das Bild dann hier oben im Spiegel darstellt, dann sieht man einfach besser noch als durch die Heckscheibe, wie weit man noch Platz hat bis zum Auto hinter einem. Schön finde ich auch, dass man hier auf dem Multifunktionslenkrad alle Sachen hat, die man so braucht während der Fahrt. Wir haben einen Tempomat, wir haben hier die Steuerung vom Radio, hier kann ich Telefonanrufe entgegennehmen und wieder auflegen. Das ist schon sehr komfortabel. Es funktioniert auch alles automatisch hier. Das Licht automatisch, der Scheibenwischer, wenn es regnet, geht der automatisch an, wenn ich das möchte. Das wäre vor ein paar Jahren in einem Auto dieser Klasse noch überhaupt nicht denkbar gewesen. Diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei. So, an sich, wenn man mit dem Auto mal längere Zeit unterwegs ist, macht das alles schon eine gute Figur. Kleines Manko, der Sitz, da gibt es nämlich hier unten eine Querverstrebung und die drückt mir die ganze Zeit in den Rücken, so dass das Sitzen hier einigermaßen unbequem ist. Zum Fazit. Also mein Fazit zum Hyundai i20, er ist bestimmt keine Rakete mit dem kleinen 55 Kilowatt Dieselmotor und so richtig lange Strecken fahren würde ich damit auch nicht wollen. Aber ich denke auch nicht, dass das Auto dafür gebaut ist. Das ist eher sowas, damit ich mal, wenn ich in der Stadt oder in einem Vorort wohne, zur Arbeit fahre und meine Besorgungen machen kann. Der Kofferraum ist ja auch groß genug. Und dafür ist das Auto wirklich gelungen.
Den Zweck des Autos würden wir nur verstehen, wenn wir seine Kumpel träfen, hatte der Besitzer angekündigt und uns wohl deshalb in eine Kneipe bestellt. Wer ist denn der Krämann? Hier, bei der Arbeit. Ja. Hallo. Hallo, Herr Krämann. Hallo. Grüße, ich dachte, wir wollten Auto fahren statt kegeln. Das machen wir ja, aber erstmal müssen wir zu Ende kegeln. Na also, 6 Treffer auf einen Schlag muss man erstmal hinkriegen. So war das wohl auch mit dieser 6-türigen BMW-Limo, die dem Kegelverein seit Jahren treu als Vereinskutsche dient. Nur vom Feinsten heißt der Club aus Ostwestfalen klar, da musste was Standesgemäßes her. Ja, kannst du dir vorstellen, dass das 20 Jahre her ist, als ich die gebaut habe? Ja, 20 Jahre, da musst du mal vorstellen. Wie alt waren die Autos damals? Dieser ist von 84, das heißt, er war 8 Jahre alt. Oder der Hinterteil? Das war noch älter. Bernhard Krämann zeigt uns, was es mit dem Vorder- und dem Hinterteil auf sich hat. Bei BMW hat er früher Autoschlosser gelernt. Er wusste, der robuste Siebener war für das Projekt wie geschaffen, weil der Bayer selbst zerschnitten nicht auseinanderfällt. 2 Jahre hat er an dem Unikat rumgeschraubt. Also Herr Krämann, wie lang ist denn das Auto überhaupt jetzt? Der müsste so knapp 5,80 Meter sein. 5,80? Ja. Und wie ist das? Haben Sie einfach einen durchgeschnitten und dann da was reingesetzt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, nicht ganz. Ich habe 2 Fahrzeuge genommen. Eins war vorne stark beschädigt und eins war hinten stark beschädigt. 2 verschiedene Fahrzeuge. Und habe dann die heilen Teile entsprechend länger gelassen und habe die hier verbunden. Also geschweißt. An dieser Stelle ist auch ein Verstärkungseisen quer drin, damit der Boden Stabilität bekommt. Aber ein Geheimnis, Herr Krämann, müssen Sie mir verraten. Und zwar, das hier mit dieser Mitteltür, die kann es doch so für den Siebener gar nicht gegeben haben, oder? Von der Stange gab es sie nicht, nein. Und eigentlich ist das ganz einfach. Dies vordere Teil der mittleren Tür ist eigentlich genau das vordere Teil der jetzigen hinteren Tür. Ach so. Oder ursprünglich auch hinteren Tür. Genau. Und das hintere Teil der mittleren, das ist das hintere Teil von der vorderen. Und die wurde dann in der Mitte zusammengesetzt und passte dann auf beiden Seiten. Gar nicht so einfach. Aber was dabei rauskam, ist der wahrscheinlich längste BMW der Welt. Die 20 Jahre alte Kutsche schlägt die aktuelle Version des Siebener um mehr als 1,5 Meter. Lang läuft gut, sagt man ja allerdings. Zu lang kann auch Probleme machen. Ich könnte mir vorstellen, dass man mit so einem Auto muss man schon so ein bisschen mehr aufpassen. Ne? Also gerade so in Parkhäusern, könnte ich mir vorstellen, wird es hier eng, ne? Oder? Ja, ins Parkhaus brauche ich da eigentlich gar nicht mitfahren. Das ist grundsätzlich zu eng. Man muss auch auf Parkplätzen und engen Kurven wirklich sehr weit ausholen und aufpassen. Also es fährt sich schon anders wie ein serienmäßig langes Fahrzeug. Also nichts für den Alltag. Und so ganz alltäglich war der lange Siebener auch nicht für den TÜV. Der traute sich an das Unikat zunächst nicht ran, verwies Krämann zur Hochschule für Fahrzeugbau in Hamburg. Die Kosten für die Abnahme, die fingen mit 10.000 Mark seinerzeit an. Und zuletzt habe ich dann einen Ingenieur gefunden beim TÜV im Ruhrgebiet, der hat nach einigen Achsberechnungen dann seinen Segen gegeben, um die ganze TÜV-Abnahme hat dann 400 Mark gekostet. Glück gehabt, denn Krämann hätte sich sonst von einem seiner Schätzchen trennen müssen. Ein Jammer bei den erstaunlichen Raritäten, die er besitzt. Das sind aber hier keine Sammelstücke, die sind noch richtig in Betrieb hier. Nee, die sind im Betrieb. Diese habe ich gekauft von Josef Bockhausen, unserem ehemaligen Vize-Weltmeister im Seitenwagencross. Wir fahren heute noch mit meinem Kumpel, mit dem ich seinerzeit angefangen habe, mit 14. Fahren wir heute noch wie verrückt, sollte man gar nicht glauben. Wir sind beide schon Opa, aber es geht immer noch. Und es macht Krämann mächtig stolz, dass er mit seinen 54 Jahren die Jungen auf der Piste regelmäßig stehen lässt. Auch wenn das Hobby manchmal ganz schön auf die Knochen geht. Aber um Trophäen abzuräumen, nimmt Krämann das alles in Kauf. 10.000 Euro soll der lange übrigens kosten. Ein echter Trumpf ist das nicht, denn ernsthafte Interessenten sind bisher Mangelware. Vielleicht gut so, denn den Freunden steht das Mobil gar nicht schlecht zu Gesicht.